Moin Leute, und zu harten metallischen Klängen möchte ich euch begrüßen zu einem neuen Let's Play. Und ich dachte mal, jetzt wo Olympia noch läuft, habe ich einfach richtig Bock auf dieses Spiel gehabt. Ich hatte erst überlegt, ob ich das vielleicht erst im nächsten Winter mache, aber ich kann einfach nicht mehr warten. Ich habe das Spiel selber schon mal gespielt, das ist schon Jahre her, und ich habe einfach nochmal richtig Lust, dieses nochmal zu Let's Playen. Also es ist schon ein paar Jährchen alt, aber es ist wirklich richtig, richtig cool. Ja, und ich möchte zuvor auch nochmal darauf eingehen, dass ich euch auch die Möglichkeit geben möchte, dieses Spiel zu gewinnen. Was müsst ihr dafür machen? Ganz einfach nur einen Daumen hoch beim Video und einen Kommentar hinterlassen, dass ihr dieses Spiel gewinnen wollt. Dann seid ihr in der Verlosung dabei, und dann lasse ich euch die CD oder die DVD lasse ich euch dann kostenfrei zukommen per Post, und dann könnt ihr das Spiel genauso zocken. Ja, jetzt wollen wir aber erstmal zum Spiel kommen. Wir werden hier einen Karrieremodus machen. Wer nicht weiß, G-Alpin ist klar, Abfahrt, Super G. Dann haben wir noch den Riesenslalom und den normalen Slalom. Und normalerweise gibt es auch noch die Kombination, aber ich glaube, die ist in diesem Spiel nicht dabei. Wir machen den Karrieremodus und wir werden uns mal eben einen Fahrer erstellen. So, ich würde auch sagen, es gibt hier drei Schwierigkeitsgrade, also einfach, mittel und schwer. Die Unterschiede sind einfach darin, dass man hier einfach Talentpunkte hat. 20 und 10.000, und maximal darf man 3 Fehler benötigen, hier 0. Also ich würde fast sagen, Simulation, das ist schon ein bisschen heftig, dass da wirklich denn jeder Fehler bestraft wird. Also ich würde sagen, wir nehmen einfach die mittlere Stufe, das ist, denke ich mal, am besten und ist dann auch wirklich so am geschicktesten. So, dann wollen wir uns hier einen hübschen Typen aussuchen. Ja, was nehmen wir? Ach, je. Der ist ein bisschen alt. Ah, den hier. Nehmen wir mal den hier. Und dann nehmen wir natürlich dann einen aus Deutschland, den wir uns hier erstellen. So, und es gibt hier nämlich 4 verschiedene Punkte, die man dann auch während seiner Karriere trainieren kann. Das sind Fitness, Technik, Kraft und Motivation. Ich werde immer möglichst versuchen, das gleich hochzuhalten. Das heißt, erstmal hier so ein bisschen da, so dass es immer möglichst dann gleich viele Prozent hat. So, und dann, wie gesagt, können wir hier auch noch Talentpunkte auf die verschiedenen Disziplinen verteilen. Und ja, auch das ist ja schwierig. Der Slalom ist wirklich extrem schwer. Ich werde auch hier versuchen, das so ein bisschen gleich zu halten. Man kann ungefähr sagen, dass die Abfahrt mit am leichtesten ist, der Super G. Das ist dann ja so eine Mischung aus Abfahrt und Riesenslalom. Der Super G ist ein bisschen schwerer als die Abfahrt. Der Riesenslalom ist noch ein bisschen schwerer, und der Slalom ist wirklich hardcore. Also da hatte ich schon früher viele, viele Probleme immer. Ich hoffe einfach mal, dass ich da jetzt so ein bisschen besser mit durchkomme. So, dann wollen wir hier auch unseren Namen geben. Machen wir einfach mal. Ja, ist okay. Können wir so machen. Passt soweit. Ja, und dann können wir den Fahrer hinzufügen. So, weitere Fahrer? Nö. Machen wir direkt mit dem Karrieremodus weiter, denn wir starten hier als erstes in der Juniorliga. Das sind insgesamt dann 11 Events. Dann gibt es noch die Amateurliga mit 20 Events und dann natürlich die Profiliga mit 32 Events und den wichtigsten Strecken. Als erstes, da wir nur einen Stern haben, müssen wir allerdings in der Juniorliga starten. Ah ne, wir haben sogar schon, ne, einen Stern haben wir. Wir können nämlich nicht, wenn ich jetzt sagen würde, ach komm, lass uns direkt in der Amateurliga starten. Geht nicht, weil wir keine Liga-Zulassung dafür haben. Also wir müssen uns die erstmal erarbeiten, und das machen wir dann nämlich in der Juniorliga. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir eine Liga aufsteigen und so weiter und so fort. Achso, Entschuldigung. So, der kommt dann rüber. Und dann können wir nämlich mal gucken. Irgendwo kann man, glaube ich, auch sehen, wie weit man gehen kann, um eine Liga aufzusteigen. Aber ich weiß es gerade gar nicht. Das sind jetzt hier sowas wie Achievements, die wir freischalten können.
Ja, aber ist auch erstmal wurscht. So, wichtig ist immer, dass wir, hier sehen wir dann immer den nächsten Wettkampf. Hier zum Beispiel als nächstes gibt es dann den Riesenslalom. Und ganz wichtig, dass man immer vor den Wettkämpfen es schafft zu trainieren. Da gibt es dann auch immer ein extra Training, da kann man noch Trainingspunkte mitverdienen. Das sind dann so schwarze Pisten. Und ja, hier gibt es dann quasi, also das ist halt nur so ein Bonus. Ne? Wenn man hier wirklich stürzt, ist es nicht so schlimm. Hier hat man dann immer 10 verschiedene Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel schwarze Piste, rasante Abfahrten auf schwarzen Pisten. Wehe, wenn sie stürzen, fahren sie schneller als 140 und springen sie während der Abfahrt weiter als 48. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Ich habe jetzt auch gar nicht geübt. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Das ist aber ewig lange her. So, dann würde ich mal sagen, geht's mal los. So, 148 war das, glaube ich. Und, nee, 140 und 48 Meter weit springen. So, links haben wir übrigens so einen Fortschrittsbalken, wie weit wir hier gerade auf der aktuellen Strecke sind, wann das Ziel ist. Und ja, wir müssen natürlich dann gucken, ob wir hier irgendwann so ein paar Bodenwellen mitbekommen. Achtung, wenn man übrigens gegen die Wand, gegen die Bande oder sonst wo oder böse einfädelt bei irgendwelchen Toren, wo man eigentlich drumherum fahren muss, dann stürzt man. So, hier haben wir schon mal einen Sprung. Der war jetzt aber noch nicht sonderlich. 42 Meter. So, jetzt müssen wir gucken. Und es ruckelt auch immer so ein kleines bisschen. Das ist gerade ein bisschen störend. Ich hoffe mal, das geht noch, wird noch weggehen und wird noch ein bisschen besser, weil das kann dann schon mal gefährlich werden. Boah, was ist denn jetzt los? Alter, ich habe hier halbe Standbilder. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Hier sind Bäume, Batz. So, und nach dem Sturz ist es nämlich gelaufen. Schade, 42 Meter war das Beste, was wir hatten. Aber gut, ist jetzt nicht so dramatisch. Da hat es nämlich gerade angefangen, so ein bisschen zu ruckeln. So, danach hat man dann quasi die Möglichkeit, sich für das Geld einen Trainer zu besorgen. Die kosten natürlich immer ein bisschen Geld. 7500 haben wir. Wenn wir später in den höheren Ligen sind, dann können wir uns natürlich bessere leisten. Aber so müssen wir uns halt mit diesen ersten hier begnügen. Weil die kosten dann hier schon mal 1500 und das ist schwer reinzuholen. Da muss man immer so ein bisschen abwägen, was möchte man trainieren. Und ich denke mal, der hübsche junge Mann hier für 400 geht schon in Ordnung. Und dann kann man nämlich doch deutlich besser trainieren. Hier kann man dann auch sagen, ja, ich möchte lieber ein bisschen mehr Technik trainieren oder nee, doch nicht, alles gleich. Dann trainiert man und dann gehen die Werte hoch und wenn die bei 100 sind quasi, dann ist das perfekt. Also das ist wie so eine Form oder wie so ein Skill halt. So, dann auch noch ganz wichtig, dass man halt ordentlich seine Skier wächst. Alleine ist das, kann man das natürlich auch machen, ist aber fast unmöglich. Und auch hier muss man sagen, ach guck mal hier, Talent 80, Zuverlässigkeit 50. Das heißt, ja, Hälfte, Hälfte, ob das jetzt ein guter Ski wird. Aber das ist schon in Ordnung, kostet auch 200 pro Rennen. Da gehen wir mal rauf und jetzt haben wir 65%. Das ist schon in Ordnung. So, Wetten kann man auch abschließen. Also einen Shop gibt es natürlich auch. Hier kann man dann, wenn man genug Geld hat, kann man sich dann Abfahrts- oder Super-G-Skier, Riesenslalom- oder Slalom-Skier oder Anzüge, Bindung, Platten, Stöcke. Die haben dann alle Aerodynamikwerte, Geschwindigkeitswerte und so weiter und so fort. Da kann man sich dann so ein bisschen equippen. Sobald wir Großverdiener sind, gehen wir da natürlich dann auch bei. Dann gibt es Wetten. Wenn wir denken, wir können gewinnen, dann können wir hier auf uns selber setzen. Platzierung, erster Platz. Und dann kann man da quasi hier 1000 Euro setzen. Und wir können ja mal gucken. 1000 Euro würde ich jetzt nicht wetten, ist jetzt eine Quote 3:1. Wenn wir 1000 setzen würden, würden wir 3000 wieder rausbekommen. Aber das können wir auch erst dann machen, wenn wir wirklich sicher sind, dass wir hier gewinnen. Da werden wir auch noch beigehen. So, was haben wir noch? Rangliste, klar, da gibt es dann einmal die einzelnen Ranglisten hier vom Weltcup.
oder von einer Weltmeisterschaft. Die ist natürlich immer ein bisschen wichtiger als die Weltcups. Und dann nochmal eine Gesamtwertung. Und dann haben wir noch einen Kalender. Da sehen wir quasi die ganzen Termine, die wir hier haben. Dann sehen wir jetzt schon hier die Weltmeisterschaft. Die ist nämlich immer ganz zum Ende der Saison. Und die Cups sind halt ja so das Vorprogramm. Das gibt es ja beim normalen Weltcup auch. Da gibt es einmal Weltcup und dann nordische Skiweltmeisterschaften oder Ski-Alpin-Weltmeisterschaften. Die sind dann immer ein kleines bisschen wichtiger. Das ist so eine Stufe zwischen Olympia und Weltcup. Ja, hier haben wir dann quasi noch Auszeichnungen. Da haben wir jetzt aber logischerweise noch keine. Und ich würde sagen, wir fangen dann erstmal nochmal hier mit unserem ersten Wettkampf an. Riesenslalom in Park City. Ich hoffe mal, dass es soweit also ich bin bereit, nicht ruckelt. Heute sind wir dabei beim Auftaktrennen des Riesenslalom Cup der Juniorenliga. Ja, und wir haben natürlich auch Kommentatoren. Ich hoffe mal, die reden mir nicht zu sehr rein. Es gibt auch immer noch einen Probelauf. Da machen wir jetzt nicht immer mit. Das ist nämlich ziemliche Zeitverschwendung, aber so ab und an kann das nicht schaden. So, hier gilt es natürlich möglichst eng zu fahren, damit man die kürzeste Strecke hat und natürlich auch ordentlich Tempo mitnimmt. Sehr schön, das kann man kaum besser machen. Und derzeit sieht es richtig gut aus. So, diese Bahnmarkierung hier, diese roten Linien, das ist nur so eine zum Einsehen von der Strecke so ein bisschen besser. Sag mal, Berti, du kennst doch den Hermann Mayer. Ich dachte jetzt erfahren für euch, oder was? Na, ich meine persönlich. Ja, logisch kenne ich den. So, die sind dann halt immer ziemlich am... Hervorragend, was er hier zeigt. Ich glaube, ich stelle aber die Kommentatoren sowieso nochmal aus, weil die sind doch immer ziemlich viel am Rumquatschen hier gerade, was den Hermann Mayer angeht und sowas. Das geht einem nach der Zeit schon auf die Nerven. Und schade, dass das nur ein Probedurchgang ist, denn das war richtig ordentlich. Da haben wir uns echt gut geschlagen. Bin ich gerade selber so ein bisschen überrascht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber war ein Schwabbel. So, also wir haben zumindest so das Beste draus gemacht, was wir hätten machen können. Wenn man dann später besseres Equip hat, schnellere Ski, dann ist das natürlich so noch ein bisschen schneller, logischerweise. Aber auch so ist das schon mal verdammt gut, aber das ist ja auch noch unterste Liga. Also wir können hier wirklich vorne mitfahren, sollten gucken, dass wir hier gewinnen. 50 war er erstmals olympische. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Zeit gegenüber unserem Schatten verloren und da haben wir einen Fehler gemacht. Eieieiei, ein Fehler. Das, wenn man ein Tor auslässt, sind es übrigens 2 Sekunden Strafe, die man bekommt. Das heißt, jetzt wird es nicht einfach. Boah, das ist echt eine schwierige Sicht hier an der einen Stelle. Ja, und zwischendurch gibt es immer mal so ein paar Frame Drops, also... Das war wirklich mal ganz kurz ein paar Frames fehlen und es so ein bisschen ruckelig ist. Das ist natürlich hier ziemlich übel. Beim Slalom ist es noch schlimmer, weil da muss man halt zack, zack, zack lenken, lenken, lenken. Hier hat man immer noch so ein bisschen mehr Zeit. Aber schön ist das nicht. So, der Rest war ganz ordentlich, bis auf diesen einen Fehler. 1 Minute plus 2 Sekunden, die wir noch dazu bekommen. Fast fehlerfreien Laufs. Ich glaube, das wird dann am Ende raufgerechnet, wenn ich... Nee, wurde, glaube ich, schon raufgerechnet, automatisch. Also, wir sind ganz knapp vor Walter Girardi. Und beim Riesenslalom gibt es auch noch einen zweiten Lauf, wo wir jetzt quasi zuletzt starten. Jetzt geht es um alles. Und dann können wir hier schon mal gucken, ob wir hier es schaffen, unseren ersten Wettkampf in der untersten Liga, natürlich Juniorenliga, also es wird noch deutlich schwerer, ob wir es schaffen, den zu gewinnen. Das haben wir gut gefahren. Man muss natürlich immer schon gucken, dass man, bevor man überhaupt da ist, dann schon in die andere Richtung lenkt. So, hier gibt es eine Zwischenzeit, da wo das Fähnchen immer ist. Auf der Übersicht links. Und wenn die grün ist, dann haben wir Vorsprung. Und 4 Sekunden ist schon mal eine Ansage. Aber wir fahren hier wirklich auch sehr präzise. Da kann man echt nichts sagen. Die haben wir Glück gehabt. Nein, ist jetzt zu persönlicher Bekannter. Ja, unter Kollegen kennt man sich natürlich.
Oh, das war wieder ganz schön knapp. Und durchs Ziel und dann haben wir es geschafft, hier souverän unseren ersten Wettkampf zu gewinnen. Ja, das war ja super. Das hat sich ja schon mal richtig gelohnt. Ich gehe mal davon aus. Wiederholung brauchen wir nicht großartig gucken. Die Kommentatoren im Hintergrund, die werde ich dann hier nach nochmal abschalten, damit die uns nicht immer reinquatschen. Und dann werde ich die Musik nochmal ein bisschen drosseln, sodass wir am meisten quasi mich hören und auch die Geräusche natürlich, die Spielgeräusche. Ja, ansonsten war das sehr, sehr gut. 100 Punkte haben wir hier für den Weltcup-Sieg quasi mitgenommen. Das war Leihwand. Insgesamt gibt es im Junioren-Cup hier beim Riesenslalom jetzt auch nur 3 Wettkämpfe. Und das ist doch schon mal eine sehr, sehr gute Leistung am Anfang gewesen. 2500 Euro bekommt man hier für einen Sieg. Und ab und an gibt es dann nochmal so Events, dem Sohn eines wohlhabenden Unternehmers Nachhilfe im Skifahren. 2000 haben wir dann dazu bekommen und dann haben wir halt hier unsere Kasse, wo wir uns dann auch bessere Sachen noch kaufen können und so weiter und so fort. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid, Leute. Und ich mache jetzt jeden Tag immer eine Folge, die wird um 14 Uhr rauskommen. Und ja, wie gesagt, nochmal die Erinnerung an das Gewinnspiel. Wenn ihr dieses Spiel auch mal spielen wollt, ich schicke euch die Original-DVD zu, mitsamt Hülle natürlich und allem. Dafür könnt ihr dann am Gewinnspiel teilnehmen. Ganz einfach bei diesem Video hier einen Daumen hoch geben und einen Kommentar, dass ihr gewinnen wollt. Und dann seid ihr in der Auslosung mit dabei und habt die Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid, Leute. Macht's gut, bis dann.